Name in Italien. Da finden Sie wahrscheinlich 200, 300 Einträge. Also Und ja. das ist alles schon ein bisschen kurios. Der Bericht nennt sich ja auch im Untertitel eine wundersame Reisegeschichte, ja, also wundersam. Und das nannte man im Mittelalter Kuriositas. Ist auch das deutsche Wort kurios, Englisch curious. Man war im Jahre 1314 schon sehr neugierig, was sonst irgendwo in der Welt noch alles, was es gibt, Völker und wichtig natürlich, dass damals die Tataren, also die Mongolen kamen bereits 100 Jahre vorher bis nach Ungarn. Ja, um die Zeit zu verstehen, muss man ganz wichtig den Zusammenhang verstehen, dass die Mongolen, man nannte sie Tartaren, also Höllenhunde, weil sie ja nicht gerade friedlich daherkamen, die kamen bis Ungarn, einzelne Abgesandte bis zum Papst. Und der Papst hatte auch ein Interesse, mit diesen Tataren, sagen wir, irgendwelche diplomatischen Verträge abzuschließen, was ja teilweise geklappt hat, weil Odoriko war nicht der Erste. Auf der Weltkarte, wenn man das jetzt da wegblenden kann, die Tafel, ja. Ja. Okay, wunderbar. Okay, ja, jetzt sind wir auf der Weltkarte. Also jetzt könnte man dann schon, nur weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon anfangen soll, aber so ungefähr, die Mongolen beherrschten erstens einmal ganz China, auch hier den ganzen Raum im sogenannten Nahen Osten, also besonders im Iran und sie kamen in Europa bis nach Ungarn, Ja. aber es konnten andere Reisende, die werden da unten genannt auf der Karte, mit den Mongolen, und der berühmteste war Marco Polo, die konnten praktisch bis nach China reisen. Und das vor 750 Jahren. Also die ganze Geschichte ist getragen durch die Eroberungen der Mongolen. Und deshalb hatte die europäische Kirche großes Interesse, zu wissen, was sich da im Osten noch für Völker. Und der Bericht von Odorico wurde ja dann später für den Papst angefertigt, 1330. Und habe ich richtig verstanden, dass der Odorico von Mongolenangriff auch berichtet hat, oder wurde am meisten in seinem Tagebuch vielleicht am meisten über die religiösen Themen diskutiert? Ja, gute Frage. Da zerbricht sich auch die Forschung ein bisschen den Kopf, ja, weil er berichtet über Gebräuche in erster Linie. Also zum Beispiel, man hat alle
Man hat den Islam gekannt, aber man nannte alle Muslime, also kein Mensch hat noch unterschieden zwischen Schiiten und Sunniten und Ismailiten, die wurden alle Sarazenen genannt. Ja, das sind die Sarazenen. Und ja, also da wird berichtet über die Gebräuche, übrigens natürlich auch Indien, ja. Indien war zumindest an den Stellen, wo er war, das war alles islamisiert. Da wird hauptsächlich über Gebräuche und über, zum Beispiel in China, ja, hat er doch schon damals feststellen können, dass die Chinesen die Füße der Frauen einbinden. Ja, das kennt man ja heute. Die Füße der Mädchen werden, ich nehme an, wenn sie noch Babys sind oder so, die werden so eingebunden, dass sie eigentlich verkrüppeln, ja, weil die Chinesen das ein Schönheitsideal ansehen, ja, dass die nur kleine Schritte machen können. Und solche Details, das fasziniert dann natürlich die Forschung, weil das hat nicht einmal Marco Polo herausgefunden. Ja. Das müssen wir auch ein bisschen erwähnen, der war ungefähr 100 Jahre vorher. Der Bericht von Marco Polo gilt ja auch als umstritten. Da gibt es wieder Forscher, die behaupten, Marco Polo, der war überhaupt nicht in China und so. Aber wenn man da genauer nachschaut, und zwar deshalb nicht, weil er nicht von der chinesischen Mauer berichtet. Ja, das ist erst einmal schon komisch, ja, wenn einer in China war. Aber wenn man dann genauer nachforscht, dann stellt man wieder fest, das ist wieder relativ einfach, weil zur Zeit von Marco Polo die chinesische Mauer, die wir heute alle kennen, die war ja noch gar nicht fertig. Es gab ja nur einen ganz kleinen Teil der chinesischen Mauer, den wiederum haben die Mongolen überwunden, also bestand kein Grund, über diesen kleinen Teil der chinesischen Mauer zu berichten. Und dann gibt es amerikanische Forscher, die jetzt behaupten, Marco Polo, der war gar nicht in China. Ja? Also wenn man da selber nachforscht, auch ich bin überhaupt kein Mittelalterforscher, aber solche Dinge, die klären sich relativ einfach. Also ich behaupte, es war Marco Polo garantiert in China und manche Sachen hat er berichtet, andere hat er weniger berichtet. Der Österreicher, was auch nur nicht ganz stimmt, nicht, weil Österreich hat es ja damals auch nicht gegeben, aber es gab Ostariki. Also seit dem Jahre 996 gibt es eine Urkunde und auf der steht Ostariki. Ja, das gilt als die Geburt, wo ein Name gefunden wurde für die Gegend, die man heute Österreich bezeichnen kann. Und dieser Herr Odorico, der hat zum Beispiel der Insel Sumatra als erster in seinem Reisebericht diesen Namen gegeben. Nämlich Sumoltra, lateinisch. Und aus dem ist dann Sumatra geworden. Also es lässt sich behaupten, das hat dann sogar unser Herr Bundespräsident da auch einmal aufgegriffen, weil ich ihm das in einem Brief berichtet habe bei einem Staatsempfang, der Name Sumatra, die Insel Sumatra in Indonesien, geht eigentlich auf einen österreichischen Reisebericht zurück, lateinisch. Sumoltra. So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt bin ich eh schon ins Detail gegangen.
Also, ich sehe hier Teilnehmer Angelina, Herbert Grill, Kempinger, Nili, Buria. Wir haben nämlich viele Gäste eingeladen, aber bedauerlicherweise ist im Westen Irans ein Erdbeben vorkommen. Also nicht so schlimm, nur 4,2, aber das reicht, um also manche Gäste nicht an der Sitzung teilnehmen. Aber ich glaube, dass wir noch mehrere Gäste haben könnten und vielleicht noch morgen. Und wenn Sie damit einverstanden wären, könnten wir sowohl heute den Film zeigen als auch morgen. Ja, kein Problem. Der Film bleibt dann ja sowieso bei Ihnen. Das habe ich der Frau Dr. Birgit versprochen. Ich hätte nur so gerne, dass die, ich sage immer, in Thailand sind wir gewohnt, wir reden in Thailand, wo ich ja fast zu Hause bin, Ja. wir reden dort wirklich immer nur mit Vornamen. Das ist nicht unhöflich, sondern das ist ganz alte Tradition, ja. Also man redet immer nur mit Vornamen, das ist auch irgendwie einfacher. Und weil ich hätte eben für die Frau Dr. Birgit diese kleine Überraschung, die ist wirklich relativ neu. Und ich muss sagen, ich bin selber erst eigentlich zu meiner Schande erst heute in der Früh drauf gekommen. Aber bitte, irgendwann, also wenn sie doch zuhört, wenn nicht, dann wird sie es später erfahren. Bei dieser Reise kommt ein Kapitel vor über die Nikobaren, ja. Und ich habe mir das Ganze jetzt so vorgestellt, dass man da also mit Studenten und mit den Teilnehmern, da müssen wir zuerst einmal die Nikobaren finden. Weil die Nikobaren sind eine Insel, über die wirklich kein Mensch heutzutage spricht. Es wird gesprochen über die Malediven, über die Seychellen, da kann man in den Urlaub fahren. Aber wer redet bitte über die Nikobaren, ja? Die Nikobaren sind vollkommen unbekannt in jeder Hinsicht, politisch etc. etc. Ja, also die Nikobaren, jetzt nehme ich da mal den Pfeil. Oder jetzt könnte sich schon einer der Teilnehmer melden. Weiß jemand auf Anhieb und schnell, wo die Nikobaren sind? Das frage ich wie so ein sadistischer Deutschlehrer oder ein Geografielehrer. Wer weiß zuerst, wo die Nikobaren zu finden sind? Ja, unsere Gäste können einfach tippen. Nicht einmal der Herbert Grill? Na klar, also wie gesagt, die sind total unbekannt, ja. Jetzt komme ich da mit dem Pfeil schon etwas näher, also nördlich von Sumatra, ja, da sehen Sie meinen Pfeil. Da sind die Andamanen und darunter unter den Andamanen sind die Nikobaren, ja, eine kleine Inselgruppe. Wenig bewohnt und so weiter. Aber in diesem Tagebuch aus dem Jahr 1314, da werden die immerhin also richtig also bezeichnet und die Bevölkerung von dort, ja. Ich habe mich selber auch nicht besonders dafür interessiert, weil ich war nie dort, werde nicht hinkommen. Also die Nikobaren gehören jetzt zu Indien. Und das Lustige, eben für die Frau Dr. Birgit, ich finde das total kurios, ja. Diese Insel, Nikobaren,
Das war die einzige österreichische Kolonie im Jahre 1770. Also ich finde das sensationell. Österreich ist bekannt dafür, dass wir keine Kolonien hatten. Im Gegensatz zu England, Frankreich, ja, sogar die Holländer und die Spanier und alle Welt hatte Kolonien. Und sogar sehr viele, ne, die Engländer hatten zeitweise, ich glaube, 32 Kolonien auf der, also ganz Indien und das wird man im Iran sicher auch gut wissen. Die meisten Kolonien hatte England, ja, und vorher ging es schon los mit Spanien, Portugal, auch die Holländer hatten Kolonien da in Indonesien. Nur Österreich hatte keine Kolonien, einfach zu erklären, weil wir keine Seemacht sind. Ne? Kolonien hat man meistens gemacht, wenn man die entsprechenden Schiffe hatte. Österreich hatte nur einen einzigen Hafen. Und aber so um 1700, da wollte dann unser Kaiser, nachdem alle Kolonien haben, ist er auch auf die Idee gekommen, wir brauchen Kolonien. Ja? Nur es gab damals keine mehr. Die Welt war schon um 1700 so verteilt, dass man keine Kolonien mehr verteilen konnte. Also bekam Österreich nur mehr den kleinsten, unbedeutendsten Rest. Und das waren diese Nikobareninsel da, die bis heute keiner braucht. Und das nicht einmal alleine, sondern das war gemeinsam mit Dänemark. Also Dänemark hatte auch keine Kolonien. Dänemark hatte ja zeitlang diese Nikobareninsel und dann im Jahre 1770, 6 Jahre lang war das, es gab schon in Afrika, gab es ein paar so Handelsstützpunkte, aber das waren auch keine richtigen Kolonien. Und die einzige Kolonie, wo man sagen kann, ja, die wäre österreichisch gewesen, das sind da diese Nikobareninseln. Und die kommen in einem Bericht, im ersten österreichischen Weltreisebericht aus 1314 bzw. 1330, werden diese Inseln ausdrücklich genannt. Das finde ich kurios. Das finde ich absolut kurios, ja. Also das kann man auch dem Außenamt melden, weil das wurde, es wird auch hier sicher zum ersten Mal, es kommt in keinem der Bücher vor, in keinem, nirgendwo. Es ist eine kleine Kuriosität, aber Teil einer Kulturforschung. So. Und jetzt waren diese Österreicher in Südostasien vielleicht aus politischen Gründen übersiedelt oder waren sie auch vielleicht Franziskaner? Was wurde in der Geschichte also von denen erzählt? Sie meinen, also zuerst einmal mit Südostasien bezeichnen wir das Gebiet, also hier bin ich wieder beim Pfeil, Südostasien ist, der alte Name für Südostasien ist übrigens hinter Indien, ja, hinter Indien, ist auch sehr präzise, weil Indien und jetzt aus westlicher Sicht, alles hinter Indien ist hinter Indien. Und man nannte das bis ungefähr da zur chinesischen Grenze, also diesen Teil, da wo jetzt der Pfeil ist, das nannte man hinter Indien. Ja? Und der Name Südostasien, der kommt meines Wissens, habe ich auch einmal ein bisschen nachgeforscht,
Der kommt im Jahre 1954, wurde der auf einer Konferenz in Indonesien in der Stadt Bandung, da hat sie mich Konsulat gegeben, also da wurde eine Konferenz und da wurde dieser Name Südostasien das erste Mal ins Spiel gebracht, ja. So, jetzt haben wir Südostasien geklärt. Jetzt habe ich aber noch immer nicht genau verstanden, wer die Franziskaner, die gibt es überall. Ja? Nein, nein, ich habe gemeint, wo die Österreicher also sozusagen eine Kolonie gegründet haben. Was war also ihr Hauptzweck dort? Waren sie aus wirtschaftlichen Gründen oder aus politischen Gründen da Ah. oder? Ah, ja, also wie gesagt, die Österreicher, man kann ja gar nicht sagen, eine richtige Kolonie, aber natürlich, es war der Versuch, von irgendwo Rohstoffe zu bekommen, beziehungsweise für die Schiffe einen Stützpunkt zu schaffen, damit die mit ihren Waren so eine Zwischenstation machen können. Damals war der Handelsweg überall da, wo jetzt mein Pfeil ist, also hier zum Beispiel Singapur, das war so ein wichtiger Stützpunkt, nämlich für die Schiffe, die aus China kamen. Es gab die Holländer, ne, hatten da ganz Indonesien. Also Österreicher haben dort nie gesiedelt auf den Nicobarinseln. Die sind ja auch ganz klein. Nicobar, dort leben jetzt 36.000 Leute. Die meisten Inseln sind gar nicht bewohnt, ja. Also im Prinzip hat Österreich keine Kolonien gehabt. Es gab ein paar so Handelsstützpunkte in Afrika. Und aber Österreicher, die sich, man könnte bei modernen Kolonien kann man noch eher darüber reden, dass die Österreicher genauso wie die Deutschen, zum Beispiel wollten die Deutschen einmal die ganze Insel Mallorca kaufen, ja? Das wäre der moderne Kolonialismus. Wenn ein Land hergeht und in einem anderen Land einfach fragt, ob sie die ganze Insel Mallorca kaufen können. Also so, nur damit kein Missverständnis entsteht. Österreich hat im Prinzip keine Kolonien gehabt. Und da sind wir aber auch stolz darauf, weil alle Länder, die Kolonien hatten, die müssen sich dann 200 Jahre später herumplagen mit den entsprechenden Nachfolgern. Da hat es Österreich diplomatisch einfacher. So. Ja, vielen Dank für Ihre Erzählungen. Und wollen wir jetzt mit Odorico beginnen vielleicht? Ja, also wie spät ist es jetzt? Wir sind ja sogar schon über 12. Also ich würde sagen, spielen wir jetzt 4 Minuten zur Konzentration. Ja. Allahu Akbar dauert genau 4 Minuten und dann beginnen wir die Reise so da, wo sie begonnen hat, ja? Ja, wir sind ganz gespannt. Okay. Soll ich das abspielen? Ja, bitte. أشهد أن لا إله إلا الله
Ashhadu anna Muhammadu Rasulullah. Hayya lassalat. Hayya lalfalah. Kad kumati salat. Kad kumati salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Vielen Dank. Gut, dann. Ich hoffe, dass unsere östlichen Nachbarn in Afghanistan auch noch die Gelegenheit haben, die Musik zu lernen und zu singen. Ja. Ja, es ist ein Beispiel, wie schön Religion sein kann. Jetzt muss ich das da wegschalten auf meinem Bildschirm. Und weiß nicht, wie das geht. Ah, da Freigabe beenden nämlich. Genau. Okay, und das sollte ich auch weg. Das brauche ich, das eine Fenster, da will ich noch. Oh, na, es geht noch. Also, ich muss das eine Fenster da. Die Weltkarte sehe ich ja. Ja. Aber
Jetzt ist sie weg. Okay. Okay. Also, wir können jetzt zum Anfang gehen. Gibt es schon irgendwelche Fragen oder soll ich gleich? Also, alle können hören. Und wenn jemand eine Frage hat, kann ich es entweder hören über Audio oder da unten im Chat sehe ich den Text. Ja, gut, dann nehme ich jetzt wieder meinen Pfeil und gehe mit diesem Pfeil hier. Sehen jetzt alle den grünen Pfeil? Da ungefähr ist Österreich. Ja? Ja. Und hier in Italien eben diese Stadt Portenau. Und jetzt reisen wir zurück in das Jahr 1314. Sie sehen ganz unten auf dieser Karte verschiedene Namen. Das sind Reisende, da die Brüder Marco Polo, und da sind noch andere Namen. Die sind nur deshalb interessant, weil sie zeigen, dass schon vorher, nämlich meistens Christen, wie zum Beispiel der Carpini, der Wilhelm von Rubruck, der war aus Belgien, im Jahre, was steht da, 1252, das sind ihre Linien, konnten einzelne Reisende, die berühmtesten sind natürlich die Marco Polos, praktisch bis nach China reisen. Das macht die ganze Reise glaubhafter, weil wäre Odoriko der Einzige gewesen, der behauptet, zu Fuß noch dazu, diese Reise gemacht zu haben, das wäre irgendwie nicht sehr glaubhaft. Nein, nein, es waren nicht viele, aber eben einige. Und wenn man jetzt ganz weit zurückgeht in die Forschung, stellt man fest, dass bereits das römische Imperium, ja, überall das römische Imperium, hat bereits im Jahre 166 nach Christus eine Gesandtschaft unter Marco Aurel bis nach China geschickt. Das ist ganz schön, ne? Warum weiß man das? Weil in chinesischen Quellen hat man einen Bericht gefunden. Also nicht in europäischen Quellen, ja. Der Marco Aurel hat eine Delegation weggeschickt und kein Mensch hat das aufgezeichnet. Aber die Chinesen hatten einen Bericht, da wäre eine Delegation 166 nach Christus vom römischen Imperium bereits da die ganze Strecke irgendwie bis nach China gekommen. Umgekehrt findet sich in chinesischen Quellen nichts über Marco Polo. Das ist natürlich auch sonderbar, ja? Weil Marco Polo behauptet ja, dass er vom Kaiser von China, aber der Kaiser von China war ja ein Mongole, kreuz und quer durch China geschickt wurde, und es findet sich in chinesischen Quellen nichts über Marco Polo. Also das ist jetzt dieses ganze Kapitel über andere Reisende. Unser Odoriko hat im Jahre 1314, man hat mir gesagt, es gibt wenig Schwierigkeiten, diese Jahreszahlen muss man nicht mit dem Taschenrechner nachrechnen. Also 1314, das nennen wir schon das 14. Jahrhundert.
immer dann, wenn ein Jahrhundert beginnt, also genau genommen im Jahr am 1. Jänner 1301, beginnt das 14. Jahrhundert. Und 1314, das wäre also 14. Jahrhundert, begann er hier bei Venedig mit einem Schiff, das war relativ einfach, so wie der Pfeil, um Griechenland herum, Bosporus, und erste Station, die dann im Buch genannt wird, weil es wird die ganze Abreise wird nicht benannt, die ist Trabzon in der heutigen Türkei. Trabzon, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Trabzund oder Trabzon, ja. Also ich gehe jetzt sowieso mal nur die ganze Reise durch und die zweite Station war dann Erzurum, das ist schon mehr bekannt, weil da sind wir auch 1974 mit dem Bus, sind wir durch Erzurum durchgekommen. Und dann geht schon los in den Iran, ja. Tabriz, Kaschan und Yezd. Diese drei Städte werden ausdrücklich genannt. Und dann gibt es noch eine vierte Stadt, da ist sich die Forschung nicht ganz sicher. Die wird genannt mit dem Buchstaben, ich könnte es hier mal fast aufschreiben, ob das klappt. Die wird genannt US. Oder, zweiter Name, Job. Und zwar soll das eine Stadt in der Provinz Khuzestan sein. Also Khuzestan ist bekannt, ja, weil dort war ein heftiger Krieg mit dem Irak. Die Provinz Khuzestan ist klar, die Stadt US oder Job oder wie immer kennt man nicht, oder jedenfalls die Forschung nicht und ich auch nicht. Aber auch die wird genannt. Also es werden noch die Städte Tabriz, die werden wir dann im Einzelnen behandeln. Kaschan, Yezd, dann Babylon, also ist allerdings jetzt im Irak, und Birs Nimrud. Und dann geht's noch, letzte Station ist natürlich ganz wichtig, da Ormus. Das ist wieder Iran, ja. Weil von dort gingen jede Menge Schiffe schon damals von Ormus, das ist ja auch heute noch im Brennpunkt der Weltgeschichte, ja, Ormus, ging die Reise mit einem Schiff bis Indien, irgendwo da in die Nähe von Bombay. Hier kommt noch eine Stadt. Und so wie der Pfeil geht, zuerst einmal die Insel Ceylon, Sri Lanka, über die wird sehr eifrig berichtet. Dann hier die indische Küste entlang. Und dann eben darüber, und Sie sehen sogar hier auf der Linie, die haben das auch vergessen, ja? Die Linie geht hier an den Nikobaren vorbei. Da, wo der Pfeil ist. Also auch die haben das vollkommen vergessen, ja? Hier sind diese Nikobaren, kleine Inselgruppe, über die wird berichtet. So, dann ging es weiter nach Sumatra, wie gesagt, der Name Sumoltra ist das erste Mal in der europäischen Geschichte bezeichnet worden, das jetzige Sumatra. Und dann, ja, dann nimmt man an,
Also von Java hat er nichts berichtet, aber man nimmt an, vielleicht, dass das Schiff dann so weitergefahren ist. Borneo. Und dann ging die Schiffsreise weiter bis hier in das heutige Vietnam. Das hat natürlich damals auch nicht Vietnam geheißen, sondern das war das Reich der Khmer. Da kenne ich mich schon wieder besser aus, nicht? Weil ich ja jahrelang hier war, meine Station war hier, Bangkok. Und da sind wir natürlich ununterbrochen in die Nachbarländer gefahren. Also ein Nachbarland ist Kambodscha und das Reich der Khmer, das war damals sehr, sehr bedeutend. Angkor Wat kann man auch jetzt noch besuchen. Damals haben die Khmer das ganze Gebiet da beherrscht. Und er nennt das Königreich Champa. Es gibt heute noch ein Volk der Cham. Die sind übrigens islamisiert. Und man findet sie in Kambodscha. Wir haben sogar mal einen kurzen Fernsehfilm da über die Cham gedreht. Also die einzelnen Stationen sind alle. Ich habe bis jetzt keinen Fehler bemerkt an diesem ganzen Bericht. Ja. Und dann ging es eben nach China. Und schon damals wird berichtet, dass diese chinesischen Städte wahnsinnig groß sind. Also hunderttausende Menschen, ne, muss man sich mal vorstellen. Ja. Ganz Österreich hat heute 8 Millionen Einwohner. Ja. Da lacht ein Chinese, weil eine mittlere Stadt in China, die bringt es locker auf 8 Millionen. Ja? Und schon im Jahre 1314 wird berichtet, also von wahnsinnig großen Städten. Und er hatte den Auftrag, zum großen Khan zu kommen. Ja. Der große Khan war ein Mongole. In dem Fall ging das Ganze los mit Genghis Khan. Aber jetzt war schon sein Enkel Kublai Khan. Und das Bedeutende an den Mongolen war, dass sie zuerst haben sie das Ganze regiert von Karakorum. Und später haben sie dann die Hauptstadt, also die Mongolen haben die Chinesen beherrscht. Das ist wichtig. Die Chinesen die wurden einfach von den Mongolen, sagen, niedergebügelt und beherrscht, ja. Und diese Mongolen haben ziemlich blutige Expansionen gemacht, wie gesagt, bis nach Ungarn, aber gleichzeitig waren sie berühmt dafür, dass sie völlige Religionsfreiheit gegeben haben. Die Mongolen hatten geradezu ein Interesse von allen großen Religionen, eben Christen, Islam und auch hat es ja damals schon gegeben, Buddhisten, an ihrem Hof alle zu bewirten und von ihnen zu erfahren, so wie Konsum, was könnte die beste Religion sein, wenn einer daherkommt und jetzt uns die beste Religion anbietet, ja, die nehmen wir, nicht? Und deshalb müssen wir zuerst einmal alle, und das sind alle Religionsvertreter, sind damals beim großen Khan gewesen, ja, das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 1300, ja, und haben den großen Khan über Jahre hindurch, weil der hat ja nicht jeden Tag eine Audienz gegeben, berichtet von den
Vorzügen ihrer, warum ihre Religion so einmalig ist. Ne? Jetzt könnte man an der Stelle bereits einen kleinen Exkurs machen, ja? Nämlich, was haben die Christen eigentlich angeboten? Ja? Und ich behaupte, es war nicht die Nächstenliebe. Also sehr wesentlich bei den Christen ist schon, also das Gebot der Nächstenliebe und du sollst deinen Feind lieben und so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tataren oder Mongolen das nicht hören wollten. Ja, Nächstenliebe, um Gottes Willen. Ja, was ist das für eine Religion? Aber es gibt noch was anderes im Christentum. Und da haben die wahrscheinlich die Ohren gespitzt, ja? Wir haben den Tod überwunden. Es gab genau genommen keine Religion vorher, also auch nicht die Juden in dem Sinne, und die Hindus und so weiter schon überhaupt nicht, ja? Die behaupten konnten, mit ihrem Gott wird der Tod überwunden. Also das ist natürlich sensationell, ja? Wenn jemand kommt und sagt, wenn du meinen Gott anerkennst, du musst an ihn glauben, dann wird der Tod überwunden. Also ich bin sicher, dass das hat die Mongolen schon irgendwie interessiert, ja? Natürlich in der Praxis ist ja dann die Schwierigkeit, wie beweist man das, ja? Die Römer waren zum Beispiel grausam genug, dass sie so Spielchen gemacht haben, da wurden die Christen den Löwen vorgeworfen und der Herr Römer saß in der Arena und hat am Samstagnachmittag zugeschaut, wie bei einer Fernsehshow, ob das stimmt, ja, weil wenn man einen Löwen, einen Christen zum Fressen gibt, ja, dann schauen wir uns mal an, ob der Löwe den frisst oder nicht. Und der Löwe hat dann den Christen gefressen und es war wieder kein Beweis. Dennoch haben die Christen 300 Jahre später das römische Imperium übernommen, weil sie immer gesagt haben, ja, du musst einfach dran glauben. Das ist der Trick, ja. Also jedenfalls, das ist meine, bin ja froh, dass uns, es gibt ja in Teheran, gibt es ja einen Erzbischof, ja, wissen Sie das? Ja. Es gibt einen Erzbischof von Teheran, aber ich bin froh, dass, ich habe mir gedacht, es ist zu kompliziert, wenn der jetzt auch zuhört, ja, dem stehen die Haare zu Berge, was ich da über sein Fachgebiet sage. Jedenfalls Religionsfreiheit bei Kublai Khan, und er blieb einige Jahre, und wie gesagt, es gab schon andere Franziskaner, die schon vor ihm dort waren. Das macht den Bericht glaubhafter. Im Iran hatten wir auch viele Berichte über die Mongolenzeit, dass sie mehrmals im Iran konvertiert haben. Einmal schiitische Glauben hatten sie, einmal sunnitische, einmal wieder Buddhismus. Und wie Sie gesagt haben, gab es in dieser Epoche wahrscheinlich eine angenehme Religionsfreiheit. Ja, es gab, also, wie soll man sagen, es war alles offener, es gab zumindest unter den, also zumindest hier in unter den Mongolen, ja, natürlich vorher gab es die heftigsten bereits Religionskriege, nicht? Also durch die Kreuzzüge, das wäre ein ganz eigenes Kapitel,
weil da die Europäer das erste Mal bemerkt haben, hoppla, dass alle orientalischen Kulturen also wahnsinnig hoch entwickelt sind in Architektur, Medizin und so weiter. Das war das Ergebnis der Kreuzzüge. Aber die Kreuzzüge waren doch ein Stück vorher. Jetzt sind wir eben im Jahr 1314 bis 1330. Ich sehe gerade, der Herbert Grill fragt, wie hat Otto Rinke seine Reise finanziert? Naja, das geht aus dem Tagebuch einmal überhaupt nicht hervor. Das ist auch eine typisch amerikanische Frage. Ja. Wie hat er seine Reise finanziert? Das könnte man natürlich bei allen anderen auch fragen. Es ist eine gute Frage, nicht? Weil die Schiffe damals, die sind sicher nicht, also wenn er Gold bei sich hatte, bestand natürlich eine gewisse Gefahr, dass das geraubt wird. Und er hat auf dieser ganzen Reise noch keine Verbündeten, also keine anderen Franziskaner vorgefunden. Erst dann wieder da oben in Peking. Man kann es nicht beantworten, also jedenfalls nicht praktisch. Man kann allerdings doch ziemlich, bei den anderen ist es einfacher. Ja, die anderen hier genannten Reisenden, sagen wir der Wilhelm von Rupprug aus Belgien und so weiter, ja, das ist einfacher. Die wurden von den Mongolen abgeholt, irgendwo da, sagen wir, in der Gegend der heutigen Ukraine. Die wurden mit Pferden einfach abgeholt. Das kann man sich gut vorstellen, ja. Da wurde ein Treffpunkt verabredet. Und dann wurden sie, sagen wir, mit, das war eine Delegation, 5, 6 Franziskaner, 20 Mongolen auf Pferden. Und die haben es geschafft, in 2 Monaten, bis nach Karakorum zu kommen. Und erstens wurden sie beschützt, zweitens begleitet, und da braucht man sich dann auch kein Kopfzerbrechen machen, wie das bezahlt wurde. Die waren ja mehr oder weniger eingeladen. Ja. Da ist es relativ einfach. Hingegen tatsächlich, wie ein einzelner Mann, der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so jung war, ohne Geld, also weil Geldwirtschaft hat es ja noch nicht gegeben, ja, hier mit einem Schiff, mehreren Schiffen, diese ganze Reise machen kann. Aber bitte, die Forschung interessiert sich da auch nicht sonderlich, oder das wäre ein eigener Zweig innerhalb der Mittelalterforschung. Also beantworten in dem Sinn kann ich es nicht. Ja. Ich kann nur. Ja, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich wollte kurz etwas dabei hinzufügen. Auf die Seidenstraße gab es Möglichkeiten für die Reisenden, die kein Händler waren. Sie konnten zum Beispiel auf die Brücken, bei den Karawansereien, in der Haupthalle, also kostenlos übernachten. Und man kann auch so vorstellen, dass Odorico ein Franziskaner war. Also hatte nicht so viel für die Reise gebraucht. Ich kann so überlegen. Ja, sehr guter Einwand, weil ich habe, erstens ist er ja auf der Seidenstraße dann zurückgereist, ja. Aber vor allen Dingen, ich habe jetzt vergessen, ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen, ja. Aber Sie haben mich jetzt sehr gut daran erinnert, Franziskaner, und das außerdem die Frau Dr. Birgit hat auch noch darauf hingewiesen, das muss ganz kurz erklärt werden. Die Franziskaner gehen auf Franz von Assisi zurück, ja.
Franz von Assisi hat 100 Jahre vorher einen Orden gegründet, also innerhalb der Kirche, und zwar ist das ein Bettelorden. Und die Legende berichtet, dass Franz von Assisi mit den Tieren gesprochen hat und das Ganze war eben ein Bettelorden in freiwillige Armut. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen nachgeschaut, ob es im Islam auch sowas Ähnliches gibt. Und jetzt die Frage, gibt es im Islam auch so etwas wie einen Orden? Und noch dazu ungefähr in derselben Zeit? Also ich behaupte ja, weil es würde mich interessieren, ob jetzt jemand da eine Idee dazu hat. Innerhalb vom Islam ein Orden, der ein bisschen eigene Rituale hat. Also mein Hinweis ist, es gibt sie nach wie vor, aber sie sind nicht mehr im Iran. Sie wurden nach 1979 eine Zeit lang zugelassen, dann aber nicht mehr. Und es sind die Derwische und der Sufi-Orden. Ja? Die Sufis könnte man vergleichen innerhalb des Islam ein bisschen mit den Franziskanern. Ja? Und soviel ich weiß, also sind sie jetzt nicht mehr erlaubt, Derwische und Sufis. Also die Franziskaner, aber ich habe sie besucht in Vietnam, also ich kann nur das Beste von den Franziskanern sagen. Darum freut es mich ja, dass schon jetzt hat die Frau Dr. Birgit ist doch dabei, na wunderbar, dass die Franziskaner, also dass die, zum Beispiel die Stadt San Francisco, ja, das geht alles auf den Orden der Franziskaner zurück, und die Franziskaner wiederum sind in der Gegenwart, ja, Stichwort Klimakatastrophe, von größter Bedeutung, weil sie sind die sogenannte ökologische Bewegung, ja, Verzicht auf Fleisch, überhaupt also das Leben möglichst ja, zu reduzieren. Also bei den Franziskanern ist es die freiwillige Armut, aber es läuft aufs Gleiche raus. Sein Leben möglichst zu reduzieren für ein Weltklima, ja, dafür stehen die Franziskaner. Bis auf den heutigen Tag. Und begonnen hat das alles mit Franz von Assisi. Das ist eine gerade Linie von der Tierliebe über die Einheit mit der Natur und eben damals freiwillige Armut. Das würde für heutige Menschen also bedeuten, nicht mehr und nicht weniger als keine Flugreisen auf die Malediven, obwohl es dort sehr schön ist auf den Malediven. Ja. Apropos Malediven. Jetzt kommt meine zweite heimtückische Frage. Wer kennt den bedeutendsten islamischen Reisebericht aus der Zeit? Also gesucht wird ein islamischer Reisender, der
fast in derselben Zeit gelebt hat und der auch bis nach China kam. Bedeutender islamischer Reisender. Ich kann ihn hier auf der Weltkarte, sehen Sie meinen Pfeil, ja? Also, erster Hinweis, er kommt aus dem heutigen, aus der Stadt Tanger in Marokko. Aus der Stadt Tanger, der Herbert Grill war der Erste, ja genau. Ibn Battuta, ja, hat fast zur selben Zeit wie Odorico, der hat mehrere Reisen gemacht, ja, und so viel ich weiß, die letzte, nein, nicht die letzte, eine mittlere, die ging dann auch bis China. Ich bin dem Ibn Battuta eben auf den Malediven, das erste Mal bin ich auf den aufmerksam geworden. Ibn Battuta hat nämlich, glaube ich, ein paar Jahre auf den Malediven gelebt. Das ist natürlich sehr schön. Kann man sich gut vorstellen, dass man dort gleich ein paar Jahre bleibt. Aber das gehört alles zum Thema Klimakatastrophe, weil die Malediven sind an der höchsten Stelle 3 Meter hoch. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Lauter Inseln im Wasser. Und beim Tsunami haben die das ja bemerkt. Ne? Tsunami war die große Flutkatastrophe. Wenn eine Insel nur 3 Meter hoch ist, ja, dann spült die Welle sie fast weg. Und daher sind die, also ich war auf den Malediven, also eingeladen, wir konnten sogar mit dem Minister sprechen. Also die sind jetzt besonders daran interessiert, dass der Meereswasserspiegel nicht weiter steigt, weil sonst ist die ganze Insel, alle Inseln weg. Und so kommen wir wieder zu den Franziskanern. Also die Franziskaner, ich kann von denen wirklich nur das Beste sagen. Die haben eine unglaubliche Zärtlichkeit und Friedlichkeit und so. Und die haben auch den Kommunismus überlebt, ja, in Vietnam. Also, soweit die Reise von Peking, da war er einige Jahre und dann ist er wieder da zurück. Über die Seidenstraße. Ich schaue jetzt auf die Uhr, weil ich habe ja noch versprochen, dass wir zu den iranischen Städten kommen, ja? Und Sie sehen, wie schnell das geht. Also die iranischen Städte sind Tabriz, ja, bringt Wärme zum Fließen, ja, ist doch ziemlich poetisch, ja. Tabriz bringt Wärme zum Fließen, und ich meine, das steht jetzt nicht im Reisebericht. Ich könnte ja gleich, und das ist das Einfachste, was Odorico gesagt hat. Da haben wir dann eh genug zu tun, ja. Also vorher war er in der Türkei, berichtet von einer Stadt, wo sich die Arche Noah befindet. Jetzt kommt die Arche Noah meines Wissens auch im Islam vor, ja? Ja, stimmt. Ja, also bei Ja, den, das Gebirge. ja, also ganz klar, dass da über die Arche Noah berichtet wird, das ist so in der Gegend Osttürkei. So, die edle Stadt Tauris
edle Stadt Tauris, wo es einen Salzberg gibt, von dem jeder nehmen kann. Von dieser Gegend begab ich mich nach Tauris. Also Tauris ist Tabris, ja? Wird hier Tauris bezeichnet. Von dieser Gegend begab ich mich nach Tauris, Tabris, einer großen königlichen Stadt, die in alter Zeit Susis genannt wurde. Dieses Susis gehörte dem König Asverus. Asverus wäre nach meinen Recherchen bereits Xerxes. Stimmen wir da überein? Also, König Asverus ist 519 vor Christus eigentlich der König Xerxes. Und das ist doch der König, der hat mich immer beeindruckt in der Schule, der das Meer auspeitschen ließ. Ja? Also sowas ist, das ist allerhand, ja? Weil sich die Winde schlecht, ungünstig verhalten haben, hat er das Meer auspeitschen lassen. Dann schreibt Odorico, dort soll in einer Moschee, das ist eine Kirche der Sarazenen, ja, ein dürrer Baum stehen. Diese Stadt ist für den Handel geeigneter als jede andere in der Welt. Diese Sage vom dürren Baum, das ist so eine Geschichte im Mittelalter. Man hat aus irgendwelchen Gründen, die für uns heute nicht mehr leicht sind, über einen dürren Baum, also einen Baum, der keine Früchte trägt, ja, wahnsinnig gestaunt und das können wir uns heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, ja, so dass er sogar in einem Reisebericht vorkommt, ja, ein dürrer Baum. Aber es gibt es gibt auch Forschung. Zwischen 1302 und 1307 war in Mitteleuropa eine große Dürre und also diese Stadt ist für den Handel geeigneter als jede andere in der Welt. Denn nichts an Essbarem oder von anderer Handelsware wird heute auf der Welt gefunden, wovon es dort nicht eine große Menge gäbe. Denn sie hat eine sehr gute Lage. So vornehm ist jene Stadt, dass kaum zu glauben ist, was man dort alles hat. Denn fast die ganze Welt treibt Handel mit jener Stadt. Ja? Also da wird doch schon das Wesentliche gesagt. Ja? Da hat ein Österreicher gestaunt, wie wohlhabend eine andere Kultur ist. Ja? Die Christen sagen von ihr, dass der Kaiser von Persien, ja, das war damals ein Ilchan, Abu Said, Kaiser, von dieser einen Stadt mehr Steuern erhält als der König von Frankreich, aus seinem ganzen Reich. Nahe bei dieser Stadt gibt es einen Salzberg, der die ganze Stadt mit einer großen Menge Salz versorgt. Von diesem Salz nimmt ein jeder so viel er will, ohne etwas zu zahlen. Auch Salz war im Mittelalter kostbar, absolut kostbar. Kann man sich heute auch kaum vorstellen. Noch ärger wurde es dann mit den Gewürzen. Ja? Es gab bis zum Jahre 1600-1700 praktisch keine Gewürze. Und die Gewürze kamen dann erst ganz spät, so 1600, 1700 von den Gewürzinseln. Und da habe ich echt recherchiert und auch einen Film darüber gemacht. Also Pfeffer, Vanille. Diese Gewürze wurden damals gehandelt, so wie heute Kokain. Genau dasselbe, ja. Also die damalige Prominenz, die Päpste und der Adel, ja, die bekamen
Pfeffer und Vanille und Schokolade. Und das ist genau dasselbe. Also es konnte jemand mit einem Sack Pfeffer, ja, wirklich reich werden, wenn es ihm gelungen ist, einen Sack Pfeffer von Indonesien bis nach Holland zu bringen. Das haben die meisten ja nicht überlebt. Und somit sind wir genau das Gleiche wie beim Kokainhandel, ja. Wenn es jemand gelingt, was weiß ich, 20 Kilo Kokain aus Kolumbien nach Amsterdam zu bringen, dann hat er ausgesorgt, ja. Nur der einzige Unterschied natürlich, die Würze waren damals erlaubt. Okay, also ich darf jetzt nicht weiter über solche Sachen sprechen, weil sonst gibt es also Verwicklungen. Aber ja, ich will dich darauf aufmerksam machen, der Gewürzhandel und ist genau dasselbe, ja. In dieser Stadt, ja. Entschuldigung für die Unterbrechung. Machen wir weiter bis zum Kaschan und dann lassen wir also den Rest für morgen. Ja. Und in Kaschan wollte Frau Gischier uns also begrüßen. Sie ist jetzt in Kaschan. Richtig, genau. Das ist ja so ein Zufall, ja. Ich meine, ja. Also, wenn das der Udo Ricker wüsste, dass also 750 Jahre später ist die österreichische Kulturdame in der Stadt, ja, und wir berichten live und in Echtzeit, Udo Ricker schreibt, die Stadt Kaschan, von wo die heiligen drei Könige durch göttliche Fügung nach Jerusalem gingen. Also er nimmt an, dass Kaschan die Stadt ist, wo die heiligen drei Könige herkommen. Und tatsächlich, es gibt in der italienischen Stadt Ravenna ein Mosaik, wo diese heiligen drei Könige, die sind natürlich im Christentum total wichtig, ne, weil die sind nach Bethlehem gegangen und haben in Bethlehem das Jesuskind begrüßt und Geschenke gebracht. Gibt auch ein eigenes Fest für die heiligen drei Könige. Er nimmt an, dass sie aus Kaschan. Also die Stadt Kaschan oder Kasam, heiligen drei Könige nach Jerusalem. Von dieser Stadt zog ich mit Karawanen in einer Art Reisegesellschaft, also in Richtung Oberindien. Auf dem Weg dorthin, der viele Tage dauerte, gelangte ich zur Stadt der heiligen drei Könige namens Kaschan, einer königlichen Stadt von hohem Ansehen. Dennoch haben die Tataren, also die Mongolen, große Verwüstungen in ihr angerichtet. Diese Stadt hat reichlich Brot, Wein und viele andere Güter. Von hier nach Jerusalem sind es gut 50 Tagesreisen. Als aber die heiligen drei Könige den Weg in so kurzer Zeit zurücklegten, taten sie dies nicht dank menschlichen Vermögens, sondern durch wundersame Fügung. Vieles andere gibt es in dieser Stadt, was aber zu berichten hier nichts nützt. Das sind die Zeilen aus Kasan, also auch das Wichtige, er glaubt, dass die heiligen drei Könige von dort sind und es Man sieht diese heiligen drei Könige auf diesen Mosaiken in der italienischen Stadt mit so persischen Mützen, ja. Also, da ist was dran. Es kommen dann noch die Stadt Jest. Ja. Wollen wir vielleicht darüber morgen sprechen? Ja. Sie sehen, dass es da viel, viel zu sagen gibt. Jetzt, das wäre dann die Stadt der Zoroastra. Okay, das heißt, wir spielen jetzt das Video. Ja, und dann, also bevor wir also den Film abspielen, wollte Frau Geschirr uns also begrüßen und dann spielen wir den Film ab. Und morgen machen wir die Diskussion weiter. Ja, bitte, Frau Geschirr.
Hallo, guten Tag, Herr Pant. Es tut mir leid, dass ich so spät da bin. Ich wollte nur kurz sagen, vielen herzlichen Dank für Ihren wirklich exzellenten Beitrag. Ich bin hier in Kaschan. Ich habe jetzt also keinen Nachfahren der Heiligen Drei Könige entdeckt. Nur viel Rosenwasser und Rosenöl, das es hier gibt und viel zu sehen. Ich hoffe, wir können Sie einmal wirklich persönlich hier im Land begrüßen, entweder in Yazd oder in Kaschan oder in Isfahan, wenn Sie mal die Zeit haben. Ich will nicht zu viel reden, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Wir werden versuchen, dass wir Ihre Ausführungen, Ihr Video und das Webinar auf die Homepage stellen, wenn Ihnen das recht ist. Ja. Alles okay. Mein Traum ist es, eines Tages in Teheran mit einem Schachgroßmeister, zu treffen. Ja, verstehe. Genau, das können wir natürlich, wenn Sie dann, schreiben Sie uns, wann es für Sie möglich ist, herzukommen. Das können wir für Sie organisieren. Kaschan ist eine wunderbare Stadt. Es wimmelt vom Rosenöl und Rosenwasser. Vielleicht hat man das zu Odorikos Zeiten auch schon gehabt. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist sehr, sehr schön hier. Wir veranstalten rund um den österreichischen Nationalfeiertag 2021, also jetzt schon in einem Monat, eine Österreich-Woche hier in Kaschan. Mit vielen. Aha. Ja. Und wie sieht es mit Teppichen? Mit Teppichen aus? Teppiche? Die Teppiche sollen, also Teppiche und Fliesen. Das stimmt. Hier gibt es ganz, ganz viele Teppiche. Der Basar ist wunderschön, für mich einer der schönsten. Neben Tabriz, Kerman und so weiter, ist Esfahan natürlich, ist der kleine Basar in Kaschan wunderschön. Und dieser Teppich, Kaschan-Teppich, ist weltbekannt. Ja. Weltbekannt. Einen Tipp habe ich schon noch. Bin ich auch erst gestern drauf gekommen, nämlich Karl May. Karl May, da gibt es das Buch Im Reich des Silbernen Löwen. Ja. Ja. Bei Karl May wird ja der ganze Raum Iran als das Reich des Silbernen Löwen bezeichnet. Ja. Mhm. Und da gibt es mehrere Bände, wenn sich jemand interessiert, außerdem sogar einen Film, eben so in den 60er Jahren, Im Reich des Silbernen Löwen, wenn das jemand lesen will, von Karl May, der hat mich nur sich mit Amerika beschäftigt. Okay, danke für den Tipp. Ja, mein großer, haben Sie das heute gehört, wie ich die Nico Bahn erwähnt habe? Waren Sie da noch? Nein, ich noch nicht da. Ich musste jetzt gerade in Kaschan herum gehen. Okay. Also dann ganz schnell, ja, die Nikobaren, ja, das ist eine Inselgruppe in der Andamansee, ja, kommt bei Odo Rico im Buch vor. Mhm. Diese Nikobaren waren die einzige Kolonie, die Österreich in der Zeit von Maria Theresia hatte. Ja. Also, wenn das nicht kurios ist, Odo Rico nennt die Insel Nikobaren, im Indischen Ozean, ganz ausführlich. Mhm. Und diese Inselgruppe der Nikobaren, über die heute kein Mensch mehr redet, weil man redet über die Malediven, über die Seychellen, aber niemand redet über die Nikobaren, die gehören jetzt zu Indien. Mhm. Das war österreichische Kolonie zur Zeit von Maria Theresia. Und das ist die einzige Kolonie, die wir hatten, gemeinsam mit Dänemark. So viel zur Kulturaußenpolitik. Genau, die wir jetzt auch wieder erfolgreich weiter betreiben. Vielen herzlichen Dank für den Beitrag. Ich glaube, jetzt gehen wir weiter zum Film. Ja. Und ich bedanke mich ausdrücklich, ja, dass wir es geschafft haben, eine Untertitelung zu machen. Das ist eine Leistung, ja.
Also, danke auch an meinen Kollegen, Mohamed Reza Faradjoulahi, ja. Er hat das dann betreut. Er hat die Untertitel. Morgen um wie viel Uhr? Morgen um die gleiche Uhrzeit, denke ich. Okay. Um 13 Uhr wieder. Ja. Also, was ist die Uhrzeit? Das ist 11.30 Uhr. Ja, okay, ja. Ja, okay, das heißt dann schon. Gut, dann starten wir mit dem Film, der auch super interessant ist. Also wer noch Zeit hat, zuzuschauen. Ansonsten stellen wir den Beitrag auf die Website. Ja. Teheran, mit ihrem Einverständnis. Alles Liebe, alles Gute, schöne Grüße nach Hallenburg, ja, aus Kaschan. Okay, Salam. Salam. Bis bald. Anna Mena Namsta. Späten Mittelalter, vor 750 Jahren, reisten venezianische Kaufleute, Marco Polo, aber auch einzelne Franziskanermönche bis nach China. Im Gegenzug beherrschten die Mongolen ganz Zentralasien, vom Pazifik bis nach Ungarn. Grillparzer lässt sie im Drama König Ottokars Glück und Ende sogar bis Niederösterreich kommen. China, Indien und der Islam. Erstmals berührten sich die ältesten, kulturbildenden Zivilisationen und künftigen Weltreligionen mit einem vergleichsweise jüngeren, erst seit wenigen hundert Jahren christianisierten Europa. Odorico, der mindere Bruder aus Friaul, wie er sich selbst bezeichnete, ist historisch zur österreichischen Geschichte zu zählen. Im italienischen Udine, in der Kirche Santa Maria del Carmine, befindet sich seit 1331 sein Grab. In einem Seitenflügel der Kirche, der Marmorsarkophag, der im 18. Jahrhundert nach seiner Seligsprechung in einen Altar umgewandelt wurde. Die vordere Reliefplatte zeigt auch jene vier Franziskaner, Märtyrer, Brüder, deren Gebeine er auf seiner Reise von Indien bis nach China mitführte, um sie in christlicher Erde bestatten zu lassen. Die Taufkirche Odoricos befindet sich in einem Vorort von Pordenone. Die Stadt gehörte zuerst den Babenbergern, dann Ottokar II. Von Böhmen, danach den Habsburgern. Erst im Jahr 1508 fiel Portenau an Venedig. Außen ein Fresko, das auf die 15-jährige Weltreise des Franziskaners Bezug nimmt. In der barock umgebauten Kirche ein pathetisches Ölgemälde. Um 1300 lebte Odorico in dem alten Franziskanerkloster in Udine. Seine Abreise in den fernsten Osten begann um 1314. Möglicherweise entschloss er sich dazu auch aus Angst vor den im 14. Jahrhundert einsetzenden Kirchenverfolgungen. Von Venedig gelangte er in die Osttürkei, wo es bereits einige Franziskanergemeinschaften gab. Von dort zog er einige Jahre später mit Karawanen die südliche Route durch den bereits islamisierten Kulturraum, durch Persien, Irak bis zur Straße nach Ormus und dann weiter nach Indien, wo er die sterblichen Überreste von vier hingerichteten Franziskaner-Märtyrern vorfand. Dem Lingam, dem heiligen Phallus, wird im hinduistischen Shiva-Tempel größte Verehrung zuteil.
Frauen umkreisen das Fruchtbarkeitssymbol an einem Nachmittag einige hundert Mal. Zitat Odorico: Wenn ein Mann stirbt, dann verbrennen sie den Toten. Und wenn er eine Frau hat, dann verbrennen sie sie bei lebendigem Leibe. Dabei sagen sie, sie gehe, um bei ihrem Mann in einer anderen Welt zu bleiben. Die bunte, vielfältige hinduistische Götterwelt ließ ihn erstaunen. Doch vor den üblen Sitten und Bräuchen der Götzenanbeter grauste ihn. Alle Inder verehren außerdem einen Ochsen als ihren Gott und sie sagen, er sei heilig. Mit seinem Urin waschen sie sich ihre Gesichter. Anno 1300, als die Welt noch als Scheibe gedacht war, reiste er, ohne es zu wissen, zweimal über den Äquator, von Sumatra nach Kambodscha. Angkor Wat, das sich schon im Untergang befand, konnte er nicht mehr sehen. Apsaras, Tempeltänzerinnen, üben noch immer die gleichen Handbewegungen, die in der ganzen indisierten Welt, von Ceylon bis nach Nepal, tausendfach in den Steinreliefs überliefert sind. Als himmlische Nymphen werden die Apsaras bereits in den Upanishaden erwähnt. Einst wurden sie vom Regengott Indra ausgesandt, damit sie verführerisch vor jenen Männern tanzen sollten, die der Gott für zu asketisch hielt. Ja. Im Buddhismus gelten sie als halbgöttliche Wesen zwischen Tod und Wiedergeburt. Am Weg von Sumatra nach Peking musste Odorico auch durch das Königreich Champa, das heutige Vietnam. Der weibliche Buddha, Cao Dai. Chinesische Philosophie, Buddhismus und über 100 Jahre christlicher Einfluss, die Idee von Sünde und Hölle vermischen sich in dieser modernen Religionsgemeinschaft. Um 1930 erschien einem vietnamesischen Beamten Cao Dai, das bedeutet das höchste Wesen, und befahl ihm, eine neue Kirche zu gründen. Ergebnis? Die heilige Maria Mutter Gottes mit lackierten Fingernägeln, die gleichzeitig ein chinesischer Buddha des Mitleidens ist. Aus Portenau wurde während seiner frühen Missionsreise auch mit asiatischen Wiedergeburtslehren konfrontiert. Nach Auffassung der Buddhisten ist die ganze Natur beseelt. Die Seele wandert nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung durch Pflanzen und Tiere, verurteilt zum Kreislauf unendlich vieler Wiedergeburten. Anders deuten es die Christen. Sie gehen davon aus, dass jeder Mensch eine unsterbliche Seele hat. Im Sakrament des Abendmahls ist der Leib Gottes immer anwesend. Durch den Glauben an diese Anwesenheit hat der Mensch auch über seinen Tod hinaus Anteil an der Allgegenwart des ewigen Gottes. Vietnam wörtlich: ein Mensch, ein Volk. So wiff und stark, wie dieser kleine Jesus in die Welt blickt, wünschen sich Vietnamesinnen ihr Kind. Als Held, als Sieger, notfalls auch gegen ganz Amerika. Mitten im Mekongfluss auf einer kleinen Insel verehrt man die Kokosnuss. Ein vietnamesischer Mönch lehrte, dass das ganze Universum im Grunde ein Abbild der göttlichen Kokosnuss ist. Er selbst sah sich als ihr Verkünder, aß zeitlebens nur Kokosnüsse
und wurde 97 Jahre alt. Zurück blieben seine Skulpturen. Auch eine Startrampe der Apollo-Mondrakete, die seine kuriose Idee manifestiert. Mikrokosmos ist Makrokosmos ist gleich Kokosnuss. Apollo Tower, you think in a god of release and you think in a king. Was blieb von Odorico nach 700 Jahren? Eine Ortstafel in Friaul und eine Kirche, die seinen Namen trägt. Und 4,5 Millionen Katholiken feiern seit einigen Jahren wieder jeden Sonntag ungehindert die Heilige Messe in der Sozialistischen Republik Vietnam. Die Botschaft des Christentums, der Glaube an einen persönlichen Schöpfergott, der Mensch geworden ist, und dass sich dieser Gott verschenken lässt, unterscheidet sich in diesem Punkt wesentlich von der Lehre des Buddhismus. Wahrscheinlich zieht es deshalb die Ärmsten, Elendsten immer nur zu den kirchlichen Einrichtungen. Niemals sieht man sie vor den buddhistischen Tempeln betteln. Ausdrücklich wird in buddhistischen Überlieferungen davor gewarnt, eine Kirche zu gründen oder einen Stellvertreter zu benennen. Auch die Franziskaner, lateinisch der Orden der minderen Brüder, sind ein Bettelorden. Franz von Assisi gründete die Glaubensgemeinschaft nur 100 Jahre vor Odoricos Abreise aus Europa. Im Zentrum steht die Auffassung, in Anlehnung an das Leben Jesu, ein Leben in freiwilliger Armut und Askese zu führen. Hier berühren sich Franziskanerbrüder mit den buddhistischen Bettelmönchen, die in ebenso strenger Askese leben, fasten, meditieren. Clara, die Tochter eines italienischen Herzogs, hörte Franz von Assisi predigen und gründete den weiblichen Franziskanerorden, die Klarissen. Zu unserer Überraschung begegnete uns in Saigon ein vietnamesischer Bruder, der über die erste Franziskanermission vor 700 Jahren historisch Bescheid wusste. Als Odorico nach 10-jähriger Wanderschaft um 1325 in Peking eintraf, war ganz China von den Mongolen beherrscht. Chinggis Khan und später sein Enkel Kublai Khan gestatteten bereits im 13. Jahrhundert überall in den eroberten Gebieten völlige Religionsfreiheit. Buddhisten, tibetanische Mönche, Vertreter des Islam und einige weniger als 10 europäische Franziskaner durften am Hofzeremoniell des mächtigsten Herrschers der alten Welt teilnehmen. Die unterworfenen Chinesen aber wurden von den Mongolen in 4 Klassen eingeteilt. Ihre im Grunde wesentlich ältere religiöse Tradition, hauptsächlich Ahnenkult, die Philosophie des Laozi und die strenge Sittenlehre des Konfuzius überlebte aber in den chinesischen Schriftzeichen. Einer der letzten monarchischen Herrscher Asiens ist seine Majestät Norodom Sihanouk, König von Kambodscha. Jahrzehntelang lebte er im Exil, im kommunistischen Peking. Das Hofzeremoniell für ein Staatsbegräbnis entstammt der 1300 Jahre alten Kulturgeschichte der Khmer. Es wird nach indischem Ritual vollzogen. Symbolisch entzündet der König den Sarg des Verstorbenen. Die trauernden Familienangehörigen umkreisen den Leichnam 5-mal,
gegen den Uhrzeigersinn. Durch Kambodscha, den verhängnisvollen Operettenstaat am Mekong, verläuft die Schnittstelle von zwei großen alten Weltkulturen, Indien und China. Auch Udo Rico hatte einmal die Gelegenheit, dem mongolischen Khan, dem Herrscher im alten China, kurz vor seiner Heimreise von Angesicht zu begegnen. Zitat Udo Rico: Ich verließ Cathay, so der alte Name für China, und wandte mich gegen Sonnenuntergang nach Westen. 50 Tage lang durchreiste ich viele Orte und Länder und kam schließlich zu dem Land des Priesterkönigs Johannes. Ausgelöst durch Bischof Otto von Freising kursierte in der europäischen Kirche seit den Kreuzzügen die Auch die Franziskaner, lateinisch der Orden der minderen Brüder, sind ein Bettelorden. Franz von Assisi gründete die Glaubensgemeinschaft nur 100 Jahre vor Udo Ricos Abreise aus Europa. Im Zentrum steht die Auffassung, in Anlehnung an das Leben Jesu, ein Leben in freiwilliger Armut und Askese zu führen. Hier berühren sich Franziskanerbrüder mit den buddhistischen Bettelmönchen, die in ebenso strenger Askese leben, fasten, meditieren. Clara, die Tochter eines italienischen Herzogs, hörte Franz von Assisi predigen und gründete den weiblichen Franziskanerorden, die Klarissen. Zu unserer Überraschung begegnete uns in Saigon ein vietnamesischer Bruder, der über die erste Franziskanermission vor 700 Jahren historisch Bescheid wusste. Als Udo Rico nach 10-jähriger Wanderschaft um 1325 in Peking eintraf, war ganz China von den Mongolen beherrscht. Chinggis Khan und später sein Enkel Kublai Khan gestatteten bereits im 13. Jahrhundert überall in den eroberten Gebieten völlige Religionsfreiheit. Buddhisten, tibetanische Mönche, Vertreter des Islam und einige weniger als 10 europäische Franziskaner durften am Hofzeremoniell des mächtigsten Herrschers der alten Welt teilnehmen. Die unterworfenen Chinesen aber wurden von den Mongolen in 4 Klassen eingeteilt. Ihre im Grunde wesentlich ältere religiöse Tradition, hauptsächlich Ahnenkult, die Philosophie des Laozi und die strenge Sittenlehre des Konfuzius, überlebte aber in den chinesischen Schriftzeichen. Einer der letzten monarchischen Herrscher Asiens ist seine Majestät Norodom Sihanouk, König von Kambodscha. Jahrzehntelang lebte er im Exil, im kommunistischen Peking. Das Hofzeremoniell für ein Staatsbegräbnis entstammt der 1300 Jahre alten Kulturgeschichte der Khmer. Es wird nach indischem Ritual vollzogen. Symbolisch entzündet der König den Sarg des Verstorbenen. Die trauernden Familienangehörigen umkreisen den Leichnam 5-mal gegen den Uhrzeigersinn. Durch Kambodscha, den verhängnisvollen Operettenstaat am Mekong, verläuft die Schnittstelle von 2 großen alten Weltkulturen, Indien und China. Auch Udo Rico hatte einmal die Gelegenheit, dem mongolischen Khan, dem Herrscher im alten China, kurz vor seiner Heimreise von Angesicht zu begegnen. Zitat Udo Rico: Ich verließ Cathay, so der alte Name für China,
und wandte mich gen Sonnenuntergang nach Westen. 50 Tage lang durchreiste ich viele Orte und Länder und kam schließlich zu dem Land des Priesterkönigs Johannes. Ausgelöst durch Bischof Otto von Freising kursierte in der europäischen Kirche seit den Kreuzzügen die ernsthafte Vermutung, dass es irgendwo im fernen Osten, in China oder in der Mongolei, einen idealen christlichen Gottesstaat gäbe. Margarete von Österreich, die Schwester des Babenbergers Friedrich II., erbte Portenau. Im niederösterreichischen Hainburg wohnte und residierte die letzte Babenbergerin bereits 60 Jahre vor Odoricos Abreise. 1252 heiratete sie in der Heimoburg den Przemysliden Ottokar II., König von Böhmen, von dem es als einzig erhaltene bildliche Darstellung nur mehr sein Wachssiegel gibt. Obzwar sich Ottokar von Margarete scheiden ließ und das Erbe nach der Niederlage Ottokars an die Habsburger fiel, gehörte Portenau immer bis 1508 zur österreichischen Geschichte. Odoricos China-Mission aber blieb bis jetzt hierzulande völlig unbeachtet und unentdeckt. Um 1325, als längst schon die Habsburger regierten, begann er die Heimreise. Zuerst ging er einige Jahre durch das nördliche China und durch die innere Mongolei. So wie vor ihm Marco Polo wanderte er auf der Rückreise entlang der berühmten Seidenstraße. Dabei kam er bis an die äußere Grenze von Tibet und berichtet ausführlich von tibetischen Bestattungsbräuchen und dem Verbot, in Lhasa Blut zu vergießen. Als mittelalterlicher Asket fühlte er sich nur dem Orden, aber keinem Staat untertan. Sicher ist, dass er im Winter 1330 wieder in Europa, vermutlich in Venedig, eintraf und seinen Reisebericht unmittelbar vor seinem Tod einem Franziskanerbruder in lateinischer Sprache diktierte. Die älteste deutsche Übersetzung befindet sich im Stift in Klosterneuburg. Sie beginnt mit den Worten: Ich, Pater Ulrich, minderer Bruder des Ordens, geboren von der Gegend, die da heißet Portenau, haun geschworen bei Gott zu erzählen von allerlei wunderlichen Dingen, die ich mit eigenen Augen gesehen, in den Landen, da ich in gewesen, und die hier seltsam sind. In nomine Domini. Gut. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr. Ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Also morgen gehen wir weiter. 11.30 Uhr, ja? Okay. Genau, genau. Morgen machen wir weiter und hoffentlich mit einem größeren Publikum. Also die Zeitumstellung und die Änderungen, die wir auf dem Poster hatten, haben manche Leute wahrscheinlich also verwechselt. Deswegen hatten wir heute kein großes Publikum. Hoffentlich mehr. Ja. Das war schon alles sehr gut, vor allen Dingen, dass die Untertitelung zu 80%, würde ich sagen, war da. Ja? Es gab ein paar Stellen, da konnte man sie nicht lesen, weil sie
ganz unten war. Ja. Also, wir können ja morgen dann die Einzelheiten besprechen, ja? Ja, genau, genau. Bis morgen bearbeiten wir den Film wieder und verbessern wir die Untertitelung. Und Sie haben mir gesagt, dass wir also nur die Daten und Jahreszahlen also brauchen, benötigen, aber den ganzen Film wurde schon übersetzt. Ich kann also den ganzen Film bis morgen untertiteln und morgen werden wir den Film nochmal abspielen mit einem besseren, also mit einer besseren. Es ist, das Wichtigste ist da, Sie müssen sich nicht zu viel Mühe machen, weil das Wichtigste ist, dass man überhaupt versteht, die Reise im 14. Jahrhundert, ja, die Einzelheiten, wie gesagt, die sind uferlos, ja. Und es ist praktisch, es hat sehr, sehr gut geklappt, ja. Sehr zufrieden. Okay, in Thailand verabschieden wir uns so. Alles Gute, bis morgen, ja. Vielen Dank. Gerne, bis morgen. Haben Sie einen schönen Tag noch. Und vielen herzlichen Dank für die Teilnahme des Publikums. Bis morgen. Ja. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ja. Danke dir, Schein. Danke für die Unterstützung. Vielen Dank. Bis morgen. Dankeschön. Ja. Ja, Herr Hofmeister. Danke schön. Ciao.